aber das ist auch wieder den Kreis, schön auf den Tulli. Kann sich da gut umgehen. Und da ist das 1-0. Oh, nee. Da kam, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen Pfiff gehört. Ich höre den Pfiff auch sehr spät, dann habe ich das Gefühl, zeigt der Runde. Auf Lang, McConnell. Oh, schöner Schuss, schade, ein bisschen zu umplatziert. War es am Ende auch, aber kann man lassen. Jetzt Fuß von Rühr. Gut, das Anspiel, das ist aber klar, das ist klar. Das ist ganz klar, sehr gut gemacht. Einfach extrem schlecht verteidigt von Barry. Und da ist das Tor. Die letzte Wiederholungsecke. Sehr platziert auch geschossen. Ja, ich glaube sehr platziert. Pöhling da der Ball gegen Christopher Rühr, aber findet dann nicht den nächsten Mitspieler. Aber jetzt auch wieder gut abgefangen. Weiter geht's hier. Pöhling kommt in den Kreis, gibt ab und da ist das 2-0. Traumstart für den HTHC. Schön weiter gespielt von Schwerin, macht das 2-0. So startet man gerne dann in die Halbzeit. Das ist auch das bisschen das Mentale, was man mitnimmt, was ich vorhin meinte, diesen positiven Schwung. Dieses Glücksgefühl, was man mitnimmt, das nutzen sie natürlich da auch gleich aus. Schön weitergeleitet von Schwerin auf Pöhling, der legt ihn am linken Fuß weiter und von Schwerin fackelt nicht lange, legt da direkt ab, überrascht hat Danneberg auch und findet unterloren. So, Losonci auf kurz, bekommt den auch. Und da ist das 3-0. Schaffen sie die Möglichkeit. Barry, wissen wir, gute erste Welle. Schwächt dann so auch die Defense. Da wird gut rausgelockt und das nutzt der HTHC einfach gut aus. Losonci schafft es dann der ersten Welle vorbei. Die fokussiert sich. Dann ist es halt einfach ein Freischlag. Punkt aus. Jetzt Rühr kriegt den Ball im Kreis und hat den Schuss. Hohe Rückhand. Schöner Schlenzball, ja, das ist genau das, was man hat. Da kann man nicht attackieren. Da zeigt halt Rühr einfach seine Klasse. Kann man nicht viel. Löst sich da gut, hat dann den Platz. Und dann sehen wir nochmal schöne klassische hohe Rückhand. Gut durchgedankt, gute Überzahl ausgenutzt. Und jetzt nächster Torschuss und Stutthoff und da ist das 3-2. Da ist das 3-2. So schnell kann es gehen. Das ist das, was man eben dieses Erfolgserlebnis, was ich vorhin meinte bei der Ecke, wenn die geklappt hätte, dann ist es so ein bisschen auch das Mentale, ja, es klappt ja doch heute. Und auch wenn eine grüne Karte, wenn ich die jetzt halt nicht richtig finde, ist die Seil. Kommt dann wieder ein Urus, wieder Rühr. Oh. Und das ist der 7-Meter. Ja, und Rühr verschießt. Verschießt. Kannst gerne mal hoppeln. Wieder auf Glander, verlegen dann auf Rühr. Oh, Pfosten. Hat der HTHC Glück, schöne Variante. Und wieder, was jetzt kommt, ob der HTHC weiter Glück behält. Wieder leicht verzogen für Paul Glander, wieder Variante. Gar nichts, Körper. Das und der zweite Siebenmeter und das stimmt leider. Fein. Ja, eiskalt, einfach rechts unten. Sehr sicher. So, jetzt haben sie es auch ein bisschen vorbereitet. Schöner Schlenzball auf Struthoff, der verstoppt den Ball und das war's auch. Jetzt sind wir durch. Nicht. Gute Sehen, Anton Pöhling läuft an. Und macht das sehr gut. Sehr gegen Jasper Titzer. Ja. Ende hast du noch an der Stelle ganz. Jetzt Christopher Rühr gegen Jasper Ditzer. Geht sehr weit nach links. Und ja, findet da das kurze Eck. Ah, sehr gut gemacht. Schön. Täuscht ganz kurz den Schlag an. Ja, liegt selber gemacht. Warten. Oh, eiskalt. Sehr sicher. Gegen Ditzer. Bleibt er. Ach, schade, bleibt er. Muss jetzt treffen, sonst ist vorbei. Ja, auch souverän. Das kann man auch gesperrt geben. Und da ist Jasper Ditzer dran. Das ist schon ein bisschen.
Der Zweier gegen Danneberg. Diesmal nicht geschrubbt. Durch die Beine. Durch die Beine. Und da ist Fuß. Clever gemacht. Könnte das Spiel entscheiden. Gegen Danneberg. Und rutscht ab. Diesmal geht er über rechts rein. Oh ja, war sehr knapp, aber gut gemacht. Oh, schön gemacht, schön verladen. Hat er weiter. Selewski. Ja, Jasper Dissel, der ist auch ein bisschen zu einfallslos. Kannst du hier den Extrapunkt mitnehmen nochmal? Oh, da pfeift er gesperrt. Da pfeift er jetzt raus. Da pfeift er gesperrt. Das sehe ich jetzt aber nicht. Da schießt sich der Pfeif raus. Prinz ich nicht. Egal. Gegen Ditzer. Prinz gegen Ditzer. Ah, oh, ist schön Ditzer wieder mit dem da. Kicker. Und da, ja, reicht die Zeit halt nicht. Ja. Und er beendet das hier. Er beendet das Ganze. Holt Marais, macht's final durch, macht wie seinen ersten, wartet, zieht dann kurz ran und macht den nochmal ein bisschen höher. Und holt damit den Extrapunkt für den HTRC. Gut gehalten von Ditzer danach bei den zweiten fünf. Gute Schützen haben wir aber eigentlich gesehen auch. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.